So, wir haben 97 Mann verloren und unser Gegner hat eigentlich alles verloren, so wie das für mich aussieht. Sehr schön. Die Armee ist hinüber. Perfekt. So. Jetzt mache ich eins wieder mal. Wir merchen ein bisschen Einheiten zusammen, dass wir dann hier wieder komplett Stärke haben für alles. Ich weiß nicht, ich mache das irgendwie gerne. Genau, so. Und dann haben wir hier den und den erstmal nur, die mit Verlusten hier rausgehen. So. Gut. Diese Schlacht ist gewonnen. Jetzt müssen wir uns in nächster Folge aber wirklich hier um Dagestan kümmern. Oben haben wir ja die Schweden. So, was haben wir hier für eine Armee zurzeit? Das ist noch nicht viel. Das ist noch nicht viel. Wir bauen hier ja gerade was. Regiment zu Pferde, Kanonen. Hier bauen wir uns noch eine einfache Infanterieeinheit. Dann war es ja hier das einiges. Tartarien, die waren ja nicht ganz so happy, ne? Mal gucken. Unterhalt 130, Unterhalt 200. Okay, dann gibt es hier eine einfache Milizeinheit. Noch eine einfache Miliz. Und noch eine Miliz. Mal gucken, ob sie dann alle ein bisschen glücklicher sind. Und noch eine Miliz. So, da haben wir jetzt wieder unser Geld für Milizen ausgegeben. Sehr schön. Hier oben. Na gut. Die sollen angreifen, wenn sie meinen, dass sie das brauchen. Und hier haben wir ja den Schweden da. So, Armee. Okay. Das kann ich aber nicht zulassen, dass es mich hier weiter abnervt. Obwohl, er macht ja kaum Schaden. Ich repariere sie ja immer gleich wieder, ne? Eine Runde, da haben wir wieder was. Sehr schön. Das lassen wir, das lassen wir. Ein bisschen Geld sparen. Hier unten dann zuschlagen. Genau. Dann löse ich jetzt diesen hier auf. Genau. Mit der Armee ziehen wir dann hier runter. Plus den Geschützen. Wissen aber nicht, was er drin hat. Okay, gut. Jo, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. So, und die Schweden machen einen Ausfall mit ihren restlichen Truppen. Wir haben gewonnen, auch wenn die Verluste eigentlich zu hoch waren dafür. Okay, dann gehört uns jetzt das da oben. Und da ist er noch unterwegs. Jawohl, schön. Gut. So, da sind wir wieder. Die Schweden haben uns wieder Ackerland kaputt gemacht. Und Minen sabotiert. Mit seiner einen Einheit da, die nervt. So, ja. So. Technischer Fortschritt. Einfriedung des Gemeindelandes. Verbesserte Tierhaltung wäre jetzt die nächste Möglichkeit. Schauen wir dann mal. Wir haben ein Freudenhaus in Moskau errichtet. Wir haben Milizen rekrutiert und in der Ukraine ja eine Linie. Wir haben Ingermannland von den Schweden erobert. Und wir haben einen ländlichen Edelmann für Forschungspunkte für Industrietechnologien dazu bekommen. Okay, schön. So. Jetzt, hier hockt sein eines Schiff drin. Wir, oh, müssen wir aber einiges reparieren hier. Zack. Dich. Kanonengießerei. Okay. So.
Meine Armee. Ich würde sagen, den hier teile ich auf die restlichen Truppen und löse ihn dann auf. Dann dich da rein, dich da rein. Du bekommst Verstärkung. Die General brauchen wir dann nicht. Die provisionelle Verstärkung. Du haust mal hier sein Schiffchen raus. Sehr schön. Dann hier dich. Du bekommst auch Verstärkung. Jawohl. So. Dann. Also, das ist ja ihn hier, den Orthodoxen. 67%. Schön. Dann habe ich hier einen Agenten. Was haben wir denn hier? 31%? Nö. Bleib du mal da drin. Sodala. Damit ist jetzt hier erstmal Schweden hier zurückschlagen. Sie haben einen Hafen verloren, der uns jetzt gehört. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, hier ein bisschen aufzurüsten. Aber ich muss diese blöde Kavallerie hier wegkriegen. Ah, schön. Hier gibt es noch einen General. So, hierher. Du wirst als nächstes dann angegriffen. Jetzt ich hier. Ja. Was hat er denn da hinten? Eine Linie und in seinem Ding drin hat er. Boah. Ich meine, wir haben zwar mehr Einheiten, aber er hat ja hier. Eieieiei. Hier kommt ein Iman rüber. Das ist nicht so gut. Jo, dann mal weiter. Wo können wir denn noch ausbauen? Unsere Bauernhöfe hier. So. Gut, Forschung haben wir noch. Ich möchte jetzt hier weitergehen. Ich möchte aufs gliedweise Feuern kommen. Daher gibt es das Ringbajonett. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber das kriegen wir schon. Wir probieren uns nochmal in der Diplomatie. Vielleicht mag ja jemand mit uns Technologien handeln. Kartätsche und die Einfriedung gegen die Physiokratie mit den Franzosen. Und geringer Wert, alles klar. Die Großbritannien. Technologie. Die haben nichts. Die Maraten haben nichts. Das Mogulreich hat nichts. Die Osmanen sind unsere Feinde. Polen, Litauen. Wir haben ein militärisches Bündnis ja mit ihnen. Die Einfriedung gegen die Physiokratie. Geringer Wert, jo. Die Preußen sind neutral zu uns. Uiuiuiui. Gesellschaft und das. Und die Quadrat für die verbesserte Tierhaltung. Schweden mögen uns nicht. Die Spanier haben ja wieder mal nichts. Die Vereinigten Provinzen sind ja richtig schlecht, scheinbar. Österreich. Gesellschaftsvertrag, Kartätsche und Spund gegen Physiokratie. Boah, klar. Haben eigentlich die Bayern was außer Bier? Und ich komme aus Bayern, ich darf sowas sagen. Dagestan, ja, toll. Oh, Georgien.
Wollt ihr inzwischen denn mit uns handeln? Sie wollen bei uns militärischen Zugang und kriegen Handelsab-Gegenangebot. Technologie, Gesellschaftsvertrag. So, was willst du noch? Du willst einen Gesellschaftsvertrag und willst zeitlich unbegrenzt. Militärischer Zugang anbieten für 5 Runden. Okay, gut. Da haben wir jetzt etwas Handel mit denen. Genau, schön. So, in der nächsten Runde werden wir mit dieser Armee hier ihn hier angreifen. Und hier unten gehen wir dann in die Belagerung dieser Stadt, die aber nervig ist mit ihren, boah, die vielen Einheiten. Eieiei. Okay, und dann bauen wir noch diesen Bauernhof hier aus, dass das besser wird. Müssen nämlich Geld machen. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder. Baka baka, Drusia.